have your attention, please? Maybe with this Kann ich question. Bitte eure Aufmerksamkeit, vielleicht mit dieser Frage. Habt ihr in letztens Milch getrunken? Nein? Oh, but it's very good for health. Aber es ist doch sehr gut für eure Gesundheit. Wie ist es mit Käse? Habt ihr Käse gegessen? Yeah, no? Aha. What about hamburger? Wie ist es mit Hamburgern? Yeah. With, Hamburgers, ja, sehr gut. Mit doppellagigen Hamburger mit extra Cheddar-Käse und was Ei drauf. Schmeckt perfekt, oder? Ja, vielleicht ist es gut, aber vielleicht ist es auch schlecht. Habt ihr euch darüber mal Gedanken gemacht, wie unverantwortlich das ist? Warum? Wie? Okay, darüber genau spricht heute mit uns Benjamin Rupert. Er ist ein Chemiker, er ist ein Tierrechtsaktivist und ein Biohacker. Er ist außerdem, wie ich gerne sagen würde, der Autor eines sehr berühmten Papers, der genau darüber spricht, wie man MET in eine zur Behandlung von Nasenverstopfung verwendet. Okay, willkommen bei der Übersetzung. Also, ich sage euch, dass die Zukunft vegan ist. Wir haben keine Wahl, wenn wir die Welt ernähren wollen und ein Umweltdesaster verhindern wollen. Aber ihr müsst nicht unbedingt eure Ernährung umstellen, ihr müsst nicht unbedingt diesen Hamburger mit Käse aufgeben. Und ich sage euch warum. Ich zeige euch erstmal ein Video über die Zukunft, ein authentisches Video über die Wir versklaven keine Tiere mehr für die Ernährung. Aber Menschen essen doch Fleisch. Ihr seht so etwas Saftiges und Geschmackvolles wie Fleisch, aber es ist auf andere Weise hergestellt, materialisiert, auf inorganische Weise. Okay. Wir sind noch nicht ganz da angekommen, aber es gibt einige wirklich interessante Techniken, über die ich euch erzählen werde, Technologien. Also zunächst mal sage ich euch, warum euch das kümmern sollte. Ich bin ein Tierrechtsveganer. Mir geht es also darum, dass Tiere mir wichtig sind. Hier sind also einige Bilder von Tierfabriken in den USA. Ihr denkt vielleicht, die USA sind die schlimmsten der Welt. Ja, das ist wahr. Wir sind am brutalsten. Es ist nicht so schlecht in Europa. Ich denke immer noch, wir sollten das nicht so tun. Denn die Umweltfolgen der Tierzucht sind riesig und wir haben weniger Greenhouse, also Treibhausgase für diese Techniken wie für andere Techniken, die zu Tieren besser sind. Aber nichts davon ist wirklich gut für die Umwelt. Wenn ihr euch also um die Umwelt Gedanken macht, und solltet ihr euch darüber Gedanken machen, wie man Tiere mit etwas Effizienterem ersetzt. Ich zeige euch ein paar Zahlen. Wenn wir über Treibhausgasemissionen reden, dann denken wir meistens an Elektrizitätssteuerung, Verkehr, Industrie. Aber es ist tatsächlich so, dass ein erheblicher Teil unserer Treibhausgase oder Emissionen von der tierischen Landwirtschaft kommen. Etwa 18% unserer Emissionen sind von der Tierlandwirtschaft. Etwa ein Drittel unserer eisfreien Welt wird zur Tierzucht verwendet. Entweder für Tierfutter oder für die Tiere selbst. Und etwa das halbe Wasser, das in den Unterricht verbraucht wird, geht dort hinein. Also eine riesige Auswirkung. Wenn ihr auf die Umweltauswirkungen verschiedener Ernährungsweisen schaut, hier gibt es drei Säulen für jede. Die linke Säule ist die nach dem jetzigen Stand der Technologie, die mittlere mit verschiedenen technischen Innovationen. Aber wir können sehen, dass mit der Art, wie wir bisher uns ernähren, gibt es keine Art von technischen Innovationen, die zumindest bis jetzt vorhergesagt werden, die auch nur in die Nähe der Qualität einer veganen Diät kommen. Also wir müssen wirklich eine sehr viel geringere Auswirkung erreichen. Einige weitere interessante Zahlen. Diese Studie zeigt, dass wenn wir unsere Umweltziele erreichen wollen, dass es etwa halb so wenig kosten wird, das zu tun, wenn wir mit einer Ernährung mit wenig Fleisch das tun. Es kostet also weniger, die Ziele zu erreichen. Und allein in den USA, wenn wir von einer tierbasierten Landwirtschaft zu einer einfach Gemüse- und Getreidebasierten Ernährung umstellten, dann könnten wir tatsächlich sehr viel mehr Menschen ernähren.
Also eine Studie, die jetzt auch den Ertrag neuer definiert, nicht von Tonnen zu Menschen, die pro Hektar ernährt werden. Warum interessiert uns das Gewicht, das wir herstellen? Es geht doch darum, wie viele Menschen wir mit den Ressourcen, also der Fläche, ernähren können. Eine Studie der USDA sagt, dass wir unsere Ziele der Treibhausemissionen erreichen können und Tiere nicht gleichzeitig halten können. Also das geht nicht zusammen. Nun etwas anderes. Ich weiß nicht, wie viele Leute diesen Film gesehen haben. Sharknado. Er ist völlig verrückt. Ich habe ihn nie gesehen, aber irgendwie ist da ein Tornado und Sharks da drin und das terrorisiert Leute. Nicht sehr realistisch. Aber Kühe sind tatsächlich das Allerschlimmste, was Treibhausgasemissionen angeht. Also die Kuhhaltung erhöht die globale Temperatur, was mehr Stürme auslöst. Mehr Stürme kann heißen mehr Tornados. Also eine realistische Bedrohung ist tatsächlich der Kuhnado. Also, achtet darauf. Okay, das ist nun unterhaltsam, aber das ist nicht wirklich eine lustige Geschichte. 50% der Weltbevölkerung lebt in Gegenden, die das Risiko einer Küstenüberschwemmung in den nächsten 100 Jahren haben. Das sind sehr, sehr viele Leute. Wir haben also schon Millionen pro Jahr, die vertrieben werden durch Klimawandel, und das wird sich dramatisch erhöhen. Und es gibt die Küstengegenden, aber wenn man im Inland lebt, dann werden die meisten abhängig sein von Gletschern und Schnee, und wenn diese verschwinden, dann werden wir extreme Dürre haben. Es betrifft also uns alle, es ist ein wirklich schweres Problem. Sind wir also nun verurteilt, Tofu zu essen? Tofu ist großartig, man sollte nicht so darüber nachdenken. Ihr solltet Tofu essen, ihr könnt nur den Rest meines Talks vergessen und einfach vegan werden, das wäre super. Aber wenn ihr das so nicht tun wollt, es gibt andere Optionen. Es gibt eine neue Generation veganer Lebensmittel, die aktuell entwickelt werden, die versuchen genau das zu tun, also Fleisch zu ersetzen mit etwas, was das Gleiche ist, nämlich Tierzellen. Und was nicht unterscheidbar ist, weil es in Wirklichkeit dasselbe Material ist. Und es gibt einige Ansätze in Gentechnik, die die Proteine, das Wichtigste, was in der Nachricht ist, also in der Nahrung ist, ersetzen. Also einige, was ich hier besprechen werde. Also Lebensmittelwissenschaft, und das ist nicht so neu, ist etwas, was wir schon seit 100 Jahren verwenden. Einfach ein wissenschaftlicher Ansatz, um bessere Nahrungsmittel herzustellen. Also jede verarbeitete Nahrung, die wir haben, fällt in diese Kategorie. Food, Lebensmittelverpackung, Lebensmitteltransport, also eine etablierte Disziplin. Eine neuere Disziplin ist In-vitro-Fleisch, also etwas, wo wir Tierzellen einsammeln und in einer Petrischale züchten und dann letztendlich Hamburger oder irgendwelches Fleisch daraus machen. Darüber werde ich ein bisschen reden. Und da gibt es außerdem die Gentechnik, der Tiergentechnik-Ansatz, wo nicht-tierische Organismen die DNA eines Tieres erhalten und dann dadurch einige Proteine herstellen. Darüber rede ich auch ein wenig. Und bevor ich damit weitermache, möchte ich noch einmal sagen, es gibt eine Menge großartiges veganes Essen. Das sind also hier so traditionelle Kochansätze. In der ganzen Welt gibt es großartiges veganes Essen. Schaut euch das an. Aber zurück zur Technik. Also die Lebensmittelwissenschaft ist einfach ein wissenschaftlicher Ansatz für jeden Aspekt der Lebensmittelherstellung. Und für die Zwecke, um die es mir hier geht, also Ersatzlebensmittel, da geht es nur um einen ingenieursmäßigen Ansatz, um Pflanzenproteine, Pflanzstärken zu nehmen und irgendwie das ingenieursmäßig in überzeugende Fleischalternativen umzubauen. Es gibt großartige Ergebnisse bereits jetzt. Es gibt gute Eierersatzlebensmittel bereits. Hampton Creek Foods, eine Firma. Bill Gates ist einer der Investoren, und er sagte, dass wir nur etwa 8% der Pflanzenproteine der Welt bisher erforscht haben, und wir wissen nicht genau, was die anderen
Tieren tun oder wofür sie verwendet werden könnten als Ersatz für tierische Produkte. Also Hampton Creek haben einige dieser Proteine erforscht, fanden einige, die sehr ähnlich waren zu den Proteinen in Eiern oder einigen davon und fanden, dass sie gute Eierersatzprodukte machen konnten. Also Mayonnaise ist eines der einfachsten, aber sie machen das ganz gut und sie verwenden ihre Investitionen, um eine große Datenbank aufzubauen, um diese Proteine so gut wie möglich zu erforschen. Es gibt auch ein sehr realistisches Rührei-Produkt. Ich habe hier einen guten Amazon-Kommentar gefunden, in dem es hieß, also viele Leute sagen, sie können nicht wirklich den Unterschied erkennen, also sehr überzeugendes Rührei. Also es scheint also nicht so weit weg zu sein. Es gibt Ersatz für Meeresfrüchte mit Zellkulturen, nicht etwa, sondern das sind also Pflanzenzellen, aus denen dann hier Garnelen gemacht worden sind. Wieder hier Weiß sagt, das ist verrückt realistisch. Wir sollten über neue Zwecke, neue Nutzen nachdenken, die wir dadurch bekommen. In diesem Fall gibt es keine Allergieprobleme für die meisten Leute. Lebensmittelallergien sind relativ weit verbreitet. Viele Menschen haben sie. Und dies vermeidet dies für die meisten Leute. Und es vermeidet einige religiöse Beschränkungen. Es gibt eine Firma Lahaim Sushi und für Garnelen sehr großes Thema, keine Kindersklaverei. Die aktuelle Garnelenproduktion hängt sehr stark ab von Kinderarbeit. Okay, also das ist der ingenieursmäßige Zugang, eine relativ traditionelle Art und Weise, das zu tun. Und nun einige der wirklich neuen Sachen, also zum Beispiel das In-vitro-Fleisch, was auch als sauberes Fleisch beworben wird. Und ja, es gibt einige Gründe, das so zu nennen. Lasst mich zuerst beschreiben, wie es funktioniert. Zellen einer Kuh werden genommen. Das muss nicht invasiv sein, man braucht nur einige wenige Zellen. Und dann lässt man diese Zellen im Wesentlichen in einem Fass anwachsen, hört sich jetzt vielleicht nicht so appetitlich an. Man lässt sie wachsen und dann, wie echte Muskelzellen, bekommt man nicht die richtige Zellstruktur ohne Training. Also man nimmt also etwas Klett und bewegt das an dieser Struktur heran entlang und dann bekommt man die richtige Zellstruktur. Und natürlich bekommt man sowas wie einen Hamburger. Andere Fleischprodukte sind möglich, Hamburger sind die einfachsten, aber man sollte in der Lage sein, irgendwann einen Steak herzustellen, wenn wir wirklich gut damit werden. Es ist ein bisschen komplexer als andere Dinge, über die wir hier reden werden, weil Fleisch nicht einfach nur Muskelzellen sind. Man braucht auch Fette und einige andere Dinge. Man muss also diese Zellen dazu bekommen, dass sie richtig zusammenwachsen in der richtigen 3D-Architektur. Also dies ist etwas, was Leute bearbeiten, wir sind noch nicht richtig da. Und außerdem ist es relativ teuer im Moment. Also der erste Hamburger hat etwa eine halbe Million Dollar gekostet, fast. Die wenigsten von uns können so viel bezahlen für einen Hamburger. Und außerdem wird nun das meiste tatsächlich hängt von fötalen Rinderzellen an. Also das hört sich schon nicht vegan an. Außerdem meint Michael Eisen, der eigentlich für eine konkurrierende Firma arbeitet, der ist sowohl scheußlich für die Esser als auch für die Veganer. Je nachdem, wie man diese Frage sich stellt, viele Menschen denken unterschiedlich darüber. Wenn du diese Zellen wachsen lässt, die meisten Menschen denken, das, was man in einer Teströhre wachsen lässt, klingt nicht sehr gut. Aber naja, wenn man es in ein Fass gibt, die meisten Leute finden das okay, wie man Bier macht. Du musst natürlich Bier normalerweise nicht trainieren, aber wenn das so gestretched und gedehnt wird. Dieser Prozess kann so kurz sein wie eine 7 Tage. Und innerhalb einer Woche kann man diese Muskelzellen heranwachsen lassen. Das sind 10% der
Treibhausgase, die für normale Fleischproduktion benötigt werden. Ja, also es geht schnell, es hat wenig Auswirkungen auf die Umwelt. Und ja, wenn man das erklärt, das ist so ähnlich wie Bierbrauen, dann wollen das die Leute schon recht gerne, nicht so, und stehen anders dagegen wie aus der Teströhre. Wenn du Tiere tötest, kann es immer passieren, dass von einem anderen Teil des Tiers eine Krankheit, Bakterien auf das Fleisch übergehen. Und da gab es einige Fälle, zum Beispiel BSE oder E. coli Kontamination. You don't have that risk in this case. So dieses Risiko existiert nicht in diesem Fall. Also gibt es viele Gründe, das Clean Meat, sauberes Fleisch zu nennen. Das klingt jetzt ein bisschen sehr weit weg, aber schmeckt wie ein Fleischbällchen. There has actually been there's this company Memphis Meats. Da gibt's diese Firma Memphis Meats, die ein Fleischbällchen gemacht haben. Und es soll eben sehr realistisch sein und sie machen das jetzt in größeren Mengen. Aber es ist sehr teuer. Der Originalpreis war 18.000 Pfund pro Dollar pro Pfund. Aber dieser Mensch, der einen 5 Millionen Dollar Hamburger gemacht hat, ist der Meinung, dass es dorthin ist, wo man hinkommt derzeit mit dem Stand der Technik. Ich hoffe, das stimmt alles. Wir haben noch keine Bestätigung dafür, aber es wird noch ein paar Jahre dauern, bis das ein Mainstream Nahrungsmittel wird. Aber die Technologie bewegt sich. Wir sprechen jetzt über eine andere Technologie, die, mit der ich arbeite, Genmanipulation und Gentechnik. Ja, das ist ein kontroversielles Thema. Wir sprechen hier über transgenische Organismen. Hier werden DNA von einem Organismus auf einen anderen übertragen. Das geht gar nicht so schwierig. Das mache ich bei einem Hackerspace in Oakland. Und wo du anfangen musst, ist mit einem DNA-Sample. Zum Beispiel nimmst du beim Menschen ein bisschen was aus dem Mund. Du nimmst diese Probe und lässt sie dann sequenzieren. In meinem Lab ist das ein bisschen schwierig, weil wir haben, es geht auch mit nicht so leicht mit eigenen billigen Instrumenten, aber man kann es einschicken lassen und so recht günstig durchführen lassen. Du verwendest dann einen Computer, wo die Sequenz angepasst wird auf den neuen Organismus, auf den die Sequenz übertragen werden soll. Das Interessante daran ist, dass das mit gratis Online-Tools geht. Und du sagst ihm einfach, ich möchte dieses Teil DNA nehmen und das jetzt in Hefe verwenden. Und dann funktioniert das sehr leicht zugänglich und nicht sehr schwierig zu verwenden. Du lässt die DNA dann synthetisieren, auch das geht nicht so schwierig mit externen Services für ein paar hundert Dollar. Und dann nimmst du dieses DNA und gibst du in eine rundförmige DNA-Kette. Sobald du dem Organismus die Proteinzelle eingepflanzt hast und der Organismus beginnt, das Protein selbst zu produzieren, musst du ihm irgendwie sagen, dass es wieder loswerden muss, das Originalprotein. Und da kann man einen Kill-Switch implementieren und das ist ein Safety-Feature, sozusagen ein Sicherheitsfunktion.
Das hier ist zum Beispiel eine bakterische DNA. Das funktioniert aber bei anderen auch. Man nimmt die DNA, die das Protein herstellen soll, und wenn man dieses separate Stück DNA nimmt, dann kann man Proteine herstellen und auch wieder das wieder rekombinieren mit dem Genom der Zelle. Wenn man das so tut, dann werden auch weitere zukünftige Generationen dieses Bakteriums das Protein herstellen. Wenn man das wieder hochskaliert, ist das wieder sehr ähnlich wie die Bierbrauen, das ist wie das Bierbrauen. Natürlich brauchen wir Nährstoffe. Wir müssen diese Dinge dann ernähren, und das hier ist also nun die Hauptquelle für Treibhausgasemissionen. Also Zucker braucht Energie, um Ressourcen, um hergestellt zu werden, aber das ist ein sehr kleiner Ressourcenverbrauch verglichen mit einem Tier. Das ist also ein großer Vorteil. Dann muss man separieren, und das ist der schwierigere Teil dieses Prozesses. Man muss das Protein separieren, um das reine Material zu erhalten, und das ist das, also was meistens am längsten optimiert wird. Und wenn man das getan hat, hat man dann das reine Protein, und dann kann man weitermachen und daraus dann Lebensmittelersatzstoffe herstellen. Dies ist also das Projekt, an dem ich arbeite. Echter veganer Käse. Wir sind also ein Haufen von Biohackern in Oakland, und wir stellen also Hefe aus Hefezellen Käse her, der identisch ist zu tierischem Käse, weil er das gleiche Protein enthält, aber er entsteht aus Hefe, nicht von Tieren. Und unsere Prozesse sind sehr stark so wie gerade beschrieben. Wir haben hier nicht dieses Zeug getan, bei dem wir das DNA selbst sequenzieren. Wir haben eine Datenbank dafür benutzt, und was ist dann in Hefe einbauen, bekommen wir Protein, und dann müssen wir es dann herausbekommen und dann daraus Käse machen. So weit sind wir noch nicht, aber das ist die Idee. Also das ist ein relativ schweres Projekt. Das meiste, was ich bisher erwähnt habe, sind einzelne Proteine, aber wir machen etwas. Casein ist ein Komplex von 4 Proteinen, das eine Menge anderes Zeug enthält. Also wir haben tatsächlich, wie sich herausstellt, sehr viel Arbeit noch vor uns, um diese Maissaus herzustellen. Das ist aber genau das, was Käse zu Käse macht, ein komplexes Protein. Ich werde jetzt nicht in all diese Details hineingehen. Ich habe im Camp vor 1,5 Jahren diesen Talk gegeben. Wenn ihr sehr viele Details sehen wollt, dann können Sie es dort sehen. Ich werde nur sehr kurz über unseren Fortschritt berichten. Wir haben diese Proteine also in sehr vielen kleinen Mengen hergestellt. Wir haben aber sehr viele Probleme zu sehen, ob wir die richtigen Proteine hergestellt haben. Es gibt so viele andere in ähnlicher Größe, die entstehen. Wir sind dann also zurückgegangen und haben das Protein so designt, dass es eine Art Etikett hat, sodass es einfach gefunden werden kann. Und wir suchen außerdem andere Hefen, nicht die Bäckerhefe. Aus anderen bekommen wir höheren Output. Aber die meisten von uns, das ist wichtig zu sagen, sind keine Biologen, haben nicht so viel Zeit, das zu tun. Aber wir möchten wirklich, dass das funktioniert. Also wir möchten einfach uns um eine Unterstützung bewerben, um Menschen einstellen zu können. Aber wir möchten immer noch, dass es Open Source bleibt. Wir möchten also Menschen bezahlen können, um daran zu arbeiten, und die Daten bekommen wir dann heraus. Also was können wir noch damit machen? Ist. Nicht nur Lebensmittel stellt sich heraus, man kann Leder machen. Leder ist eben hauptsächlich Kollagen. Man kann Hefen dazu bringen, Kollagen herzustellen, und man kann sehr realistisches Leder herstellen. Es gibt eine Firma Modern Meadow in Brooklyn, die das tut. Und ein anderes wichtiges Ding, was ich vorher erwähnt habe, man kann über den reinen Ersatz eines Tierproduktes hinausgehen. Man kann Leder herstellen, das sich besser ist als Leder, was also in Sachen Stärketests besser abschneidet. Man kann auch andere Dinge, nicht genau der Ersatz für ein aktuelles Produkt. Diese Firma Bold Threads macht Spinnenseide und macht daraus Gewebe und Kleidungsstücke. Und das ist wahrscheinlich einfacher als Spinnen zu züchten. Und wieder ist Hefe die Grundlage. Es gibt noch einen weiteren Ei-Ersatz, und wieder mit gentechnischer, das ist jetzt mit gentechnischer, wieder aus Hefe. Es gibt ein wirklich wichtiges Protein, Albumin, das in Hefe hergestellt werden kann. Und das kann man wieder mit Gentechnik vielleicht wieder besser, sogar besser als Eiweiß gemacht werden können. Es gibt also einige Probleme in den USA, die eine große Anteil der eierlegenden Hennen
ist durch Vogelgrippe gestorben. 80% ist der Preis 2015 angestiegen. Es zeigt sich nun, dass hier eine sehr viel sicherere Lieferkette entstanden ist. Und wir, dieser Prozess verbreitet keine Krankheiten, ist also sehr attraktiv von diesem Standpunkt aus. Außerdem bekommt man keine Salmonellen auf diesem Weg. Und das andere, diese intensiven Vogel- und Schweinefarmen sind diejenigen, die die meisten menschlichen Krankheiten auch ausbrüten, aus China oder anderen Stellen. Also da kommen Namen wie Vogelgrippe, Schweinegrippe. Wir haben hier diesen Werbespruch oder Spruch, der nicht sehr appetitlich ist, aber man kann was machen, was also besser ist als Eiweiß. Man kann das Tierprodukt übertreffen. Ein anderes Ding, Gelatine. Wieder, man kann es mit Hefe herstellen. Normalerweise wird es aus Tierknochen und Haut hergestellt, aber man kann es auch in Hefe herstellen und Jello, Marshmallows und irgendwelche Gelkapseln für Medikamente, alle verwenden Gelatine. Und es wird auch als Zusatz in sehr, sehr vielen Lebensmitteln hergestellt und eine sehr, sehr verbreitete Sache. Also sehr cool. Diese Firma hier hat Mastodon-Gummibärchen hergestellt. Sie haben also die Gensequenzen für Mastodone genommen, die sequenziert worden sind und haben das verwendet, um Gummibärchen herzustellen, als ob man tatsächlich Mastodonknochen gemahlen hätte. Also das ist, man kann also völlig neue Dinge machen mit diesen Techniken. Also, was brauchen wir? Wir haben nicht wirklich über Fleisch gesprochen im Abschnitt Gentechnik, also das letzte, worüber ich sprechen werde. Wo bekommt eigentlich gekochtes Fleisch seinen Geschmack her? Natürlich braucht man das Eiweiß. Wir brauchen Fett, wie gesagt. Aber was außerdem sehr, sehr wichtig ist für einen realistischen Geschmack, wir brauchen im Wesentlichen Blut, das Hämoglobin oder ähnliche Proteine. Diese haben einen sehr spezifischen Geschmack, aber noch etwas sehr Wichtiges, sie katalysieren verschiedene Reakten. Also wenn man diese verschiedenen Stoffe miteinander kocht, ich habe einfach nur einige, einfache Beispiele hier gegeben, aber es werden einfache kleine Moleküle hergestellt und die sorgen für Geschmack. Also um das Fleisch wirklich so herzustellen, braucht man also diese Proteine. Sie sind fast ausschließlich in Tieren zu finden. Es gibt einige wenige Pflanzenquellen, zeigt sich. Es gibt eine Firma Impossible Foods in der Nähe von San Francisco. Sie machen einen Burger, der hauptsächlich aus weißem Protein gemacht worden ist. Und das ist interessant, weil weißem Protein seit über 1000 Jahren in China benutzt wird für Fleischersatzprodukte. Sometimes heißt es Seitan, aber es hat verschiedene Namen in China. Eine sehr gute Textur entsteht dadurch. Wenig Geschmack, aber die Textur ist sehr gut. Und Impossible Foods verwendet auch Kokosnussfett. Es zeigt sich, dass Tierfette wirklich nicht gebraucht werden. Es gibt sehr viele Ersatzmöglichkeiten dafür. Aber die Innovation wirklich liegt darin, dass sie manipulierte Hefe nehmen, die nicht im Endprodukt erscheint, aber die in der Lage ist, die hämoglobinischen Proteine herstellen können. Um das nun alles zusammenzufügen also, und hier ist ein größeres Bild all der Zutaten, die in so einen Burger hineingehen. Ein Bild, wie es während des Kochvorgangs, des Bratvorgangs aussieht und der fertige Burger, wie er zusammengesetzt wurde. Ich habe so einen gegessen. Es ist verstörend für mich als Veganer, weil es wirklich wie ein Hamburger schmeckt. Aber Menschen, die Fleisch essen, haben gesagt, ja, nicht ganz da, aber die meisten sagen, ja, ziemlich gut. Ziemlich guter Ersatz für Burger. Also sehr, sehr ähnlich. Und wegen dieses Hämoglobin, das katalysierend wirkt, also der Geschmack kommt eben über das Hämprotein, das von der Hefe kommt, das macht dieselben Reaktionen möglich, die dann diese kleinen Moleküle herstellt. Also wir können all diese verschiedenen Fleischersatzstoffe und andere Tierprodukte ersetzen mit Gentechnik, indem man verschiedene Zellen anwächst. Und ich habe euch gerade also erzählt über
diese Startups im Wesentlichen. Und ich habe mich gefragt, ist Kapitalismus in der Lage, diese Probleme zu lösen? Und nein, nicht ganz. Aber es hängt davon ab, welche Frage man wirklich stellt. Also, was Kapitalismus gut kann, ist, wenn man ein neues Produkt hat und denkt, man kann daraus Geld machen, etwas, was in diesen Markt hineinpasst. Da ist Kapitalismus wirklich gut. Es gibt einen weiteren Teil, über den ich nicht gesprochen habe, und das ist, wir machen genug Essen, aber wir füttern nicht alle Menschen, also unabhängig von den Umweltauswirkungen. Also, da ist der Kapitalismus nicht gut drin, die Verteilung. Und wir könnten natürlich alle eine vegane Ernährung jetzt annehmen, aber das wird wohl nicht passieren. Und deswegen bin ich sehr interessiert an diesen Projekten. Also was sie euch ermöglichen ist, wenn ihr eure Ernährung nicht umstellen wollt, dann müsst ihr das nicht richtig tun, nicht wirklich tun oder nicht jetzt tun. Die meisten von euch werden wahrscheinlich irgendwann von diesen Produkten überzeugt werden. Das andere ist, dass diese Produkte billiger sind. Und wenn sie billiger sind und dann gut genug, dann werden diese Produkte angenommen werden. Das ist es. Danke.